Wir blicken in eine ungewisse Zukunft. Seit gestern sind die Sorgen unter Tage noch mal gewachsen. Denn seit gestern gibt es den Steinkohlebeschluss der künftigen schwarz-gelben Landesregierung. Auf drastische Einschnitte hat man sich geeinigt. 750 Millionen Euro sollen bis 2010 bei den Steinkohlebeihilfen des Landes eingespart werden. Die Kürzung der Subventionen um mehr als die Hälfte bringt auch für die wirtschaftlichste unter den 7 verbliebenen Zechen in Nordrhein-Westfalen trübe Aussichten. Ende der Frühschicht in der Zeche Ibbenbüren. Die Stimmung heute ist schlecht, denn einmal mehr geht die Panik um unter den Kumpeln. Wie immer, wenn die Kohlesubventionen öffentliches Diskussionsthema sind. Und diesmal wird es konkret. Die neue Landesregierung will die Gelder bis 2010 für den Kohlebergbau halbieren. Entsprechend groß die Sorge. Wütend, betroffen. Wütend kann man nicht sagen. Dass wir irgendwann mal den Ausstieg aus der Kohle machen müssen, ist eigentlich klar. Das ist natürlich hier jeder ein bisschen geschockt. Wut ist auch auf jeden Fall da, weil immer gesagt wird, das läuft weiter irgendwo. Wir haben in den letzten Jahren hier Politiker aller Parteien gehabt, von allen großen und kleinen Parteien. Und die haben uns hier zugesagt, Ibbenbüren ist die letzte Zeche, die geschlossen wird. Und ich will jetzt so langsam mal von den Leuten, die hier gewesen sind, dass sie dazu stehen. Unverständnis und Verunsicherung also bei den Bergarbeitern. 2700 arbeiten insgesamt in Ibbenbüren und alle identifizieren sich mit dem Standort. Fast 2 Millionen Tonnen Kohle fördern sie jährlich zutage. Anthrazitkohle, die überwiegend für Strom verbrannt wird. Von den 8 Zechen in Nordrhein-Westfalen gilt der Ibbenbürener Standort als der wirtschaftlichste. Wohl auch deshalb, weil die Zeche seit langem selbstständige Tochter der RAG ist und kostenverantwortlich arbeitet. Wir haben seit 1997 unsere Förderkosten um 30% reduziert. Wir verkaufen 300.000 Tonnen in den Wärmemarkt ohne Subventionen und auch mit Gewinnen. Wir haben das kostengünstigste Kohlekraftwerk hier in Nordrhein-Westfalen und die RWE hat Spaß, hier Kohle zu verstromen und haben ja auch den Vertrag bis 2012 mit der RAG und der DSK Anthrazit vereinbart. Und weil es sich rechnet. Natürlich wird auch die hiesige Zeche subventioniert, mit rund 120 Millionen Euro im Jahr, jedoch relativ geringfügig im Vergleich zu den Zechen im Ruhrgebiet. Ein Aus für die Zeche hätte auch für andere katastrophale Auswirkungen. Viele Geschäfte in Ibbenbüren machen einen Großteil ihres Umsatzes mit den Bergarbeitern. Teil der Fahrzeuge der Zeche werden hier betankt und viele Mitarbeiter der Zeche sind eben auch Kunde bei mir. Deshalb ist es für mich wichtig, dass die Zeche weiter besteht. Die Zeche, größter Arbeitgeber und damit auch für das Umfeld wichtig. Der Wunsch des Betriebsrats daher, nach Ibbenbürener Vorbild alle Zechen in selbstständige Töchter umzuwandeln, das würde helfen, Kosten zu senken. Von Seiten der Geschäftsführung gab es heute keine Stellungnahme. Gerüchten zufolge ist das Schweigen eher unfreiwillig. Die Idee klingt absurd. Im Münsterland werden Eichen gefällt.